Gute und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Legends auf Eisenwald. Ja, wir haben uns mittlerweile richtig schön ausgerüstet, haben unsere Truppe zusammen und wir haben uns gerade noch einen Heiler geholt. In der letzten Folge wusste ich gar nicht, dass jetzt noch ein Textfenster kommt, deswegen lese ich das jetzt mal vor. Der Heiler wird mich begleiten, auch wenn die Aufgabe schwer erscheint. Meine Männer werden nicht verletzt kämpfen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um Bestel zu stellen. Das mag sein. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Vielleicht sollten wir Seidlitz fragen, ob er noch Hinweise hat. Ach, was, mein Freund. Es gibt viele Informationen, um Wege zu kommen. Eine davon ist es, in der Schenke ein Bier zu trinken und dem Geschwätz der Leute zu lauschen. Das klingt nach einem guten Plan. Vor allem, da es Bier gibt. Oh Mann. Wo gibt's denn hier mal Bier? Finde ich das irgendwie... Ah, nützliche Gerüchte. Ah. Beim Tratschen in der Schenke verraten Menschen oft viel mehr, als gut für sie ist. Wenn man still bei seinem Bier sitzt und die Ohren offen hält, erfährt man manch nützliche Informationen. Ja, wo finde ich denn das? Moment, nochmal kurz auf die Karte gucken. Ich schätze mal, dass wir das eventuell... Entweder hier. Oder warte mal, wir gehen nochmal aufs Dorf. Na, hier gibt es keine Schenke. Wir können ja mal hier hochlaufen. Was ist das denn? Kuh und Kelle, das hört sich doch nach einer guten Taverne an. Da wären wir. Jetzt schnell ein Bier geordert und dann lassen. Lasst uns die Ohren spitzen. Mal gucken, was das so gibt. Hört euch an, worüber die Leute in der Schenke reden. Drückt dafür auf den kleinen Button unter dem Text. Mit einem Bierkrug in der Hand versucht ihr durch das Lachen und Gegrohle die neuesten Gerüchte aufzuschnappen. Was könnten wir denn? Was brauchen wir? Ja, komm, wir hören uns einfach mal alles nacheinander an. Gibt es schon einen neuen Leuchtturmwärter? Nein, noch nicht. Wahrscheinlich wird das diesen Monat auch nichts mehr. Aber das ist doch keine Überraschung. Wer will schon vorzeitig sterben? So ist das mit dem Leuchtturm. Wenn ein neuer Wärter anfängt, scheint alles in bester Ordnung zu sein. Doch spätestens nach 2 bis 3 Jahren ist er hinüber. Wir hatten schon die verschiedensten Todesarten. Eine wurde krank und keine Behandlung half. Ein anderer trank betrunken am helllichsten Tag. Und der letzte, der verschwand einfach spurlos. Ich denke, da haben die Brüder Küstenkauz die Hände im Spiel. Ohne Leuchtturm ist der Handel an Baron Seidlitz Küsten fast unmöglich. Aha. Das hat uns jetzt leider nichts gebracht. Aber was hier diese Küstenkauz-Brüder? Was ist denn da los? Es gibt keinen drinnen vor den Brüder Küstenkauz. Nicht umsonst tragen sie diesen Namen. Küsteneule. Nur diese Eulen jagen Schiffe und Handelswaren. Und wenn sie euch erwischt haben, sagt euren Dank, wenn ihr mit dem Leben davon kommt. Wem sagst du das alles? Wir haben viel unter diesen Brüdern zu leiden. Die einzig gute Nachricht ist, dass der Jüngere der Brüder seit einigen Wochen verschwunden ist. Ich bete zu Gott, dass er ertrunken ist. Aber solche Leute kommen nur in noch schlimmere Gestalt zurück, wenn sie ertrinken. Ja, saugut, hey. Die verwenden hier noch alte Rechtschreibungen und Kommas können sie auch nicht setzen. Da, das mit SZ wird mit Doppel-S mittlerweile geschrieben und kommt auch ein Komma davor. Hier wieder das mit SZ, aber immerhin haben sie ein Komma gesetzt. Naja. Seidlitz hatte wirklich kein Glück mit seinen Nachbarn. Das hat uns jetzt leider auch nicht viel gebracht. Was ist denn mit Ewald der Weise? Wisst ihr noch, direkt neben Burg Seidlitz lebte einst der alte Ewald. Er war ein weiser Mann und viele Leute, ob arm oder recht, kamen zu ihm, um sich Rat zu holen. Viel wurde über ihn gemunkelt. Er sollte Zauberkräfte haben und Dinge wissen, die niemand wissen sollte. Und manche sagen, er habe sogar den Tod selbst getäuscht. Jetzt lebt er in seinem Grab wie in einem Haus. Manchmal empfängt er auch Besucher. Wenn es jemand wagt, seine Gruft mitten in der Nacht zu betreten, enthüllt Ewald ihm seine Zukunft bis ins kleinste Detail. Okay, das sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Da macht nämlich auch einfach auf einmal Sinn, dass es hier so eine Tageszeitanzeige gibt. Viele Geschichten wurden über Ewald schon erzählt. Es war zwar ein gelehrter Mann, aber er ehrte Gott nicht. Hört auf mich. Es ist besser, nicht in diese Gruft zu steigen.
Ja, ich würde sagen, da machen wir direkt das Gegenteil, oder? Filras. Habt ihr das gehört? Filras wurde in westlichen Wäldern gesehen. Wer? Filras, der echte meine ich. Ist ein Tier, riesig, mit einem Appetit wie ein Rudel Wölfe, einen Körper eines Bären, Krallen wie ein Hund und einen Kopf wie eine Katze, aber sehr viel größer. Und wer war so betrunken, solch ein Ungeheuer zu erblicken? Das ist die Wahrheit, ich weiß es. Martha hat es mir erzählt. Bestens Leute kommen oft zu dir, wie jeder weiß. Das letzte Mal haben sie ihr erzählt, dass Filras vier von ihnen auf einmal verschlungen haben. Aber wir sind keine Feiglinge und werden den Wald nicht verlassen. Das heißt also, dass sich die Bande von Bestel dem Roten im westlichen Wald versteckt. Berthold, habt ihr Angst vor Filras? Nein, nicht wirklich. Ich denke, ich weiß, wer dieser Filras ist, der die vier Banditen verschlungen hat. Oh, da haben wir jemand Neuen. Unterhaltung mit einem Schurken. Ihr solltet euch anhören, was ich zu sagen habe. Wir sind ganz Ohr. Ihr seht aus, als hättet ihr ein paar Münzen dabei, richtig? Gut, ich sage euch, worum es geht und vielleicht gefällt euch ja der Klang meiner Worte. Bestel, der Rote. Der schon wieder. Wie schon gesagt, Bestel der Rote und seine Männer haben einen wertvollen Schatz vergraben und ich könnte euch den Ort verraten, wenn ihr mir für meine Mühen 50 Gulden geben würdet. Also 50 Gulden, ne? Ich weiß nicht, wie wir mit dem Geld auskommen müssen, aber das finde ich schon ganz schön viel. Deswegen sagen wir mal, ihr verlangt zu viel. Das ist euer Problem. Ich bleibe noch eine Weile hier. Kommt wieder, wenn ihr eure Meinung geändert habt. Ah, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ja, scheiße. Wo ist der Typ hin? Kann hier auch nichts mehr anklicken. Komisch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch zum Leuchtturm. Da muss ja auch einiges abgehen, wenn da dauernd Leute umkommen. Guten Tag. Ist aber niemand zu Hause. Und unten am See. Oder am Fluss. Ach, sorry, Leute. Gähn. Aber wir haben ja gerade Nacht. Warte mal. Wenn wir gerade Nacht haben, würde ich sagen, gehen wir mal schnell zum Friedhof, oder? Da müsste ja jetzt dieser Magier, schätze ich mal, sein. Dies ist also Ewalds Grab. Sie sagten, ihr müsst allein hineingehen. Ich für meinen Teil bin nicht begierig, meine Zukunft zu erfahren. Niemand sollte solche verborgenen Dinge wissen. Doch die Entscheidung liegt dabei für euch. Liegt bei euch, so rum. Ich würde sagen, wir betreten es trotzdem, oder? Wir sind ja keine Feiglinge. Knie nieder, Sterblicher! Du findest dich in der Gesellschaft eines Verwandten vieler mystischer und fantastischer Wesenheiten. Leg all dein Gold in mein Grab oder ich werde dich zermalmen. Ich glaube nicht. Da greifen wir lieber an, oder? Du wagst es, du unwirklicher Sterblicher. Aua. Da würde ich sagen, können wir gerade hier entfahren und haben irgendwas gefunden. Schweig, du rückgratlose Schnecke. Ich habe ihn gefesselt. Er wird so bald nirgendwo mehr hingehen. Jetzt siehst du nicht mehr wie ein höheres Wesen aus. Bitte, Gnade. Ich bin doch nur ein Bettler, der etwas essen möchte. Die Leute aber sind geizig und geben kaum Almosen. Bitte nimm dies hier. Ich fand es vor kurzem, kann aber nichts damit anfangen. Es ist alles, was ich habe. Sieht aus wie so eine Hasenpfote, oder? Täusche ich mich da? Das werden wir gleich mal untersuchen. Hier. Doch, Hasenpose. Tatsächlich. Bringt Plus auf Verteidigung. Würde ich sagen, zieh mal an. Das können wir anscheinend hinlegen, wo wir wollen. Aber ist auf jeden Fall gut. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, nochmal kurz zur Burg und dann reisen wir einfach mal ein Stückchen weiter, oder? Ja, ne, hier gibt's nichts. Deswegen
machen wir uns mal. Oder, ja, nee, komm, ich gehe nochmal zu Kuh und Kelle und frage mal nochmal nach. Wenn der Räuber da ist. Komm, wir bezahlen es jetzt einfach. Denkt nicht einmal daran, mich hereinzulegen. Niemals würde ich es wagen. Ihr findet den Schatz in den Ruinen des alten Wachturms am Nordufer. Und warum grabt ihr nicht selber aus? Soll mich Bestel der Rote jagen und zur Strecke bringen? Ihr zwei seht doch aus, als könntet ihr mit ihm fertig werden. Was für ein Kompliment, ich bin gerührt. Ja, jetzt wissen wir immerhin, dass hier... Wo ist denn der alte Wachturm? Am Nordufer. Ist aber nicht der. Oder? Nee. Alter Wachturm am Nordufer. Naja, werden wir schon drauf stoßen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal. Da hinten habe ich eine Brücke gesehen, da gehen wir jetzt erstmal drüber. Guck mal, wo uns das hier hinführt. Küstenkauz. Legen wir uns direkt mit denen an, oder was? Moment, was ist das? Fischerdorf, da gehe ich erstmal hin. Guten Tag. Schon wieder keiner zu Hause. Also die Interaktionsmöglichkeiten in dem Spiel sind ja doch eher begrenzt. Warum ist das hier eigentlich alles pausiert? Oh. Deswegen. So läuft also das Spiel einfach weiter. Aber ich mache mal auf normale Geschwindigkeit. Aber hingehen kann ich nicht. Ja, ich mach doch mal schneller. Dauert mir zu lange. Landsitz von Otto von Küstenkauz. Ne, hier gibt's auch nichts. Was ist denn da los? Was steht denn... Ups. Was steht denn auf unserer Liste drauf? Ewald der Weise. Das haben wir schon hinter uns. Ja, das haben wir schon gemacht. Nützliche Gerüchte. Ja gut, das haben wir auch schon. Ich hab doch schon... Achso, soll ich jetzt für alle bessere Ausrüstung kaufen? Ich glaube, es hackt. Ich bin noch nicht die Wohlfahrt. Na gut, aber so wie es aussieht, muss ich das machen. Sonst wird das nächste Event einfach nicht getriggert. Kauf die hier und die hier. Rüsten wir mal unsere Leute ein bisschen besser aus. Der verzierte Stab, der geht an unseren Priester oder auch nicht. Schade. Das geht bei denen auch nicht. Wieso nicht? Keiner von denen kann das verwenden. Ist das ein fucking Scherz? Ja, Na gut, gehen wir nochmal kurz zur Anlegestelle. Vielleicht können wir da irgendwie weiter... Nee, geht nix. Vielleicht nochmal Kuh und Kelle. Ne, hier gibt's auch keine Gerüchte mehr, denen wir folgen könnten. Hier noch irgendwas? Auch nix. Und tagsüber auf den Friedhof gehen? Passiert auch nichts. Also ich bin gerade etwas überfragt. Gut, dann gehen wir nochmal kurz hoch zur Burg und wenn nicht, müssen wir uns irgendwie da auf der anderen Insel zurechtfinden. Wenn nicht, gehen wir jetzt einfach da oben lang, weil da ist ja, glaube ich, auch noch ein Weg. Ich drehe mal kurz die Karte ein bisschen. Oh, was ist das hier? Ah, wir können hier überall langlaufen. Oder auch nicht. Da geht es nicht mehr weiter. Dann müssen wir wohl zurück. Was ist denn da die ganze Zeit aufgeploppt? Da ist doch irgendwie was aufgeploppt.
Also ich bin gerade mehr als überfragt, was ich denn jetzt hier tun soll. Aber ich würde sagen, das werde ich bis zur nächsten Folge herausfinden, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder einschaltet bei Legends of Eisenwald. Wir sehen uns, bis dann. Tschüssi!